mal eben, die, die, die so nicht genannt werden möchten und willkommen zu einer Weltpremiere, einer Weltpremiere, Premiere gleich in zwei Hinsichten. Es ist eine Casio, ein neuer Release und es ist erstmals überhaupt bei Casio und die Fans dieser Serie werden sich freuen, eine Frogman als MRG. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann wird es aber Zeit, denn solche Weltpremieren oder auch andere wirklich High-End-Uhren, Outdoor-Uhren, Frogman-Uhren, ja, alles, was dir das Uhrenherz begehrt, findest du hier. Und deshalb wird es cool, wenn du abonnierst, auf die Glocke klickst und natürlich jetzt schon mal dem Video einen Daumen hoch da lässt so die frogman das ist eine uhr die vor allen dingen optisch schon immer ganz sicher polarisiert hat es ist eine uhr für große handgelenke ich habe jetzt leider keine aktuellen maße ähm, die ja, sie sind einfach nur nicht auf den Daten, die ich bekommen habe. Es ist noch so frisch, habe ich es noch nicht gefunden. Ich habe es mal ausgemessen. Also ich sag mal so von, von links nach rechts, so, also ich schätze mal so 48 oder sowas. Ähm, ihr müsst dafür schon größere Arme haben. Ich denke mal, wenn man jetzt rein Lünette misst, also ohne Krone etc., also links nach rechts mit Krone gemessen, 45 oder so. Ähm, ja. Die müsst ihr haben. Also das müsst ihr als. Ähm, Handgelenksumfang in Kauf nehmen, beziehungsweise ihr müsst einen Handgelenksumfang haben, der euch äh, diese Uhr tragen lässt. Aber sie ist ultra angenehm zu tragen. Denn dieses Band aus Dura Soft ja, ist äußerst anschmiegsam. Also wirklich eine richtig coole, weiche Kombination. Es stinkt aber auch nicht irgendwie. Ne? Also man hat ja oft mal so komische Bänder, wenn sie so weich sind und weich haben, riechen sie etwas. Das riecht vollkommen neutral. Und ich finde es ganz interessant. Es ist nicht so staub anziehend. Das hat man häufig bei soften Bändern, dass die staub anziehen. Das ist hier nicht der Fall. Wenn wir jetzt auf das Design gucken, und das ist das, was ich sagte, was immer polarisiert und was auch am Anfang, also ich habe die Uhr bekommen und habe gedacht so, uh, das ist aber komisch. Wo ist der goldene Schnitt hin? Also irgendwie, hm, das ist halt das Markenzeichen. Diese Uhr ist nach links versetzt. Ja, das heißt, wenn ihr ich zeige euch das nochmal jetzt hier so, dann könnt ihr es vielleicht noch ein bisschen besser erahnen. Ja, ihr seht es. Also, wenn ihr guckt, im Prinzip hat man das nach links Richtung Oberarm versetzt. Warum? Damit halt die Krone sich nicht so ins Handgelenk drückt. Ja, und damit haben wir natürlich dann ein sehr komfortables Tragen, aber einfach auch eine sehr eigenwillige Optik. Ne? Denn auch das Band ist ja dementsprechend angepasst. Und ja, das ist. Man muss sich daran gewöhnen. Wie gesagt, als ich sie ausgepackt habe, habe ich gedacht so, hm, okay. Erstmal muss ich dann alles ah, ist nicht meins, ja, weil ach, das ist so versetzt und irgendwie, weil man, 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 das Auge ist daran nicht gewohnt, das so zu sehen, ja. Und dann sucht man irgendwie so ein bisschen Halt und irgendwie, ja, man, man ist einfach verwirrt, ja. Man sagen was wie es ist, verwirrt, ja? man ist irgendwie so ein bisschen so, hä, das sieht aber komisch aus. Aber wenn du die oder dann tragst und am Handgelenk selber ist das gar nicht mehr so dramatisch. Bzw. Ist es auch nicht mehr so, ja, so extrem auffallend. Bzw. Stört es einfach dann auch nicht mehr. Ja, und dann verliert ihr, verliert ihr euch so wirklich in den Details, weil diese Uhr ist extrem, extrem ähm, detailreich verbaut. Also allein das Gehäuse besteht aus 70 Einzelteilen. Also hier hat man viel mit Titan gearbeitet, damit die ganzen, man hat ja auch hier Funksensoren etc. Damit das alles weiter funktioniert, ist viel mit Titan gearbeitet worden. Es ist natürlich eine G-Shock, das heißt, sämtliche Sachen haben ja so ein Schockabsor passion. Schockabsorbierend. <laughs> also, wie man es einfach kennt. Und die Optik gefällt mir aber mega gut. Wenn wir uns dieses Blatt angucken, es ist in einem wunderschönen Blau, also das Blatt hier ist selber nicht, aber diese, diese Elemente. Wir haben ein schwarzes Blatt, das so ein bisschen, ja, fast schon. Als hätte es irgendwie ein paar Glitzerbeschichtungen, man kann das gar nicht in Worte fassen. Es hat so einen kleinen Glitzereffekt, definitiv. Und ist aber matt, ja, also es ist so, so Thuliga, ein tuliger Glitzereffekt. Wenn das zusammengeht, dann haben die es irgendwie geschafft, ja. Und darauf sitzen dann teilweise Elemente, die in einem wunderschönen, wahrscheinlich eloxierten Blau daherkommen. Das heißt, das glänzt. Es ist von der Verarbeitungsqualität der einzelnen Komponenten hier drin... Auf einem irre hohen Niveau. Also da brauchen wir uns nicht überlegen, dass irgendwelche Luxushersteller im sämtlichsten, teuersten Bereich hier irgendwie auch nur besser wären. Ja? Da könnt ihr drauf gucken, da könnt ihr ranzoomen, das ist japanische Qualität. Das ist ein Prunkstück, auf das man stolz ist. Und wenn die Japaner stolz auf etwas sind, dann muss das in Linie sein. Dann muss das exakt sein. Und das habt ihr hier. Dieses Zifferblatt weist so viele Facetten und Strukturen auf. Zum Beispiel sind die Indizes geschrägt. Ja? Also die verlaufen von unten oben nach unten schräg runter, sind natürlich aufgesetzt, glänzen wunderbar. Darunter das goldene mg. das passt wunderbar zur blauen Farbe. Wir haben einen blauen Innenring. ja, Wir haben, und das ist das Interessante hierbei, das ist eine Taucheruhr. Das heißt, wenn ihr jetzt länger auf äh, den linken unteren Knopf drückt, dann geht das Ganze in diesen Diving-Modus. Und äh, das ist ganz interessant. Ich mache das jetzt mal. So. Jetzt steht das Ganze auf 12 Uhr und dann beginnt das Ganze zu zählen. Ich hoffe, ich, ich sehe es jetzt nämlich nicht, weil ich gedrückt habe, aber ihr könnt es hoffentlich sehen. Ähm, und das ist ultra interessant, ja? weil ihr so eine wirklich präzise Möglichkeit habt, ohne dass sich irgendwelche Ringe verstellen und so weiter, eben tauchen zu gehen. Man kann das Ganze auch noch irgendwie rückwärts laufen lassen und so weiter. Ähm, das sind alles Features, ähm, die habe ich jetzt noch nicht ausprobieren können, weil ich tatsächlich <laughs> schlicht und ergreifend noch keine Informationen oder Anleitung dazu habe. So frisch ist diese Uhr. Ähm, aber ja, ich habe ein bisschen rumgespielt. Und was ich auch ähm, schon mal weiß, ist, dass es auch ein, ein, eine Tiden-Grafik gibt. Das heißt, die Ebbe flut. Und wenn man hier mal guckt hier oben... Äh, hier in dem Bereich, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, das seht ihr aber natürlich auch auf den Videobildern äh, Video im Hintergrund, habt ihr so eine Ausbuchtung, so eine Welle sozusagen. Ähm, ich schätze mal, da, wo die Welle am höchsten ist, ist wahrscheinlich Flut und dann halt nimmt es halt wieder ab. Ich weiß zwar noch nicht, wie man das anzeigt. Ich schätze mal, dann geht natürlich dieser kleine Zeiger auf, dieses, auf diese Struktur und zeigt euch dann gerade an, wo sich. Äh, ja, in welchem Stand sich Ebbe und Flut gerade befinden. Ja, wie sich für eine Taucheruhr gehört, ist diese hier auch natürlich wasserdicht. Und zwar wasserdicht bis 200 Meter, ist ISO-zertifiziert. Das heißt, all das, was man für eine Taucheruhr braucht, ist hier quasi vorhanden. Ähm, ihr habt zusätzlich natürlich sowas wie Funk und Solar und... Äh, Ihr habt auch Magnetfeldschutz, auch nach ISO-Norm. Also ihr habt alles, was man braucht. Ihr habt auch einen äh, Bluetooth-Link. Das heißt, ihr könnt über die App auch nochmal einiges so ein bisschen einstellen hier an der Uhr. Ja, also es ist eine voll ausgestattete MRG, wie wir sie ohnehin kennen. Zusätzlich, was auch noch ganz interessant oder auch sehr, sehr schön ist, das seht ihr auch im Hintergrund im Video, wir haben so einen blauen Innenring verbaut. Das ist ein Teil dieser 70 Komponenten, die hier drin sind. Und der schimmert an der Seite nochmal richtig schön durch. Ja, also diese Uhr ähm, hat mich wirklich fasziniert und hat mich erst mit der, ja, ich habe sie ja jetzt nicht lange, aber ich sag mal innerhalb der Stunden so in ihrem Bann gezogen. Ich habe sie dann auch mal einen Tag am Abend jetzt getragen, um einfach mal zu schauen, wie ist das Tragegefühl für euch. Ähm, ja, wir haben natürlich so Illuminator, das heißt, ich kann dementsprechend auch richtig schön die Uhr beleuchten. Und äh, ja, aber es ist einfach nur ein Lämpchen, das angeht. Ihr kennt es und aber das Nachleuchten ist auch sehr, sehr gut. So, wenn wir natürlich uns überlegen, was hier alles äh, verbaut ist, was das Ding alles kann und dass das ein absolutes G-Shock-Prunkstück ist, ja, dann kann man sich vorstellen, dass der Preis auch nicht gerade im niedrigen Bereich liegt. Er ist nicht so hoch wie bei meiner, die im Übrigen jetzt gerade hierfür abgegangen ist. Die musste ich dafür ausziehen. Hier meine, ihr kennt sie, ja? Es ist sie, sie ist immer da. <laughs> richtig rum, richtig rum. So, sie ist nicht so teuer wie die hier, aber sie liegt bei 5.000 Euro. Es ist interessant, wie sehr man sich doch an die Preise so ein bisschen gewöhnt. Ich weiß, dass viele dann sagen werden: Boah, das ist mir das aber natürlich überhaupt nicht wert. Und diese Diskussion immer: Kann man für eine Quarzuhr so viel Geld ausgeben? Ja, kann man. Ich möchte das auch gar nicht, weil ich bin nicht Casio. Ich muss das jetzt hier nicht in der vom rechtfertigen. Ich kann nur sagen, es ist mir auch Saphirglas entspiegelt. Auch der Boden ist der Hammer. Ne? Das ist auch Saphirglas mit speziellen Strukturen. Sowas muss man erstmal entwickeln. Da steckt mindestens so viel Technologieaufwand und erfinderischer Aufwand hinter, wie in jedem Manufakturwerk. Es ist Quarz natürlich. Das heißt aber nicht, dass das, was hier am Arm ist, nicht ein hochprofessioneller ja, letztendlich Tauchcomputer ist oder generell ein Computer, der euch, ja, die Zeit anzeigt, aber das auf analoge Art und Weise, was mir sehr, sehr entgegenkommt als Uhrenfan. Was ich cool fände immer noch, ich weiß nicht, ob das jemals kommen wird, ähm, aber ich fände es echt cool. Es ist ja möglich, dass man ein Quarzwerk, dass man den Zeiger laufen lässt. Das finde ich cool. <laughs> ich hätte gerne irgendwann mal einen laufenden Zeiger. Dann wäre es mir voll egal, ob da ein Quarzwerk drin ist oder so. Das ist halt Wunschdenken. Ich weiß nicht, ob es mal kommen wird. Für mich wäre es cool. Aber letztendlich, ähm, ja, Caso ist da immer schon den eigenen Weg gegangen und ich weiß nicht natürlich, ob sie das jemals machen werden. Aber für mich ist es echt eine Uhr, ja, deren Kauf sich lohnt, vor allen Dingen für Fans. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der Alltagsuhren-Junkie, der jetzt sagt, ich brauche eine Alltagsuhr, natürlich diese Uhr kaufen wird. Aber der kauft auch nicht diese Uhr, so wie ich. Und ich kann euch sagen, diese Uhr ist eine meiner meistgetragenen Uhren am Handgelenk. Ich habe schöne Uhren hier rumliegen, das wisst ihr alle. Aber im Alltag und meistens wenn ich unterwegs bin oder auch wenn ich Autor bin, ich trage diese Uhr. So, und das ist für mich. Vor allen Dingen deshalb faszinierend, weil ich a sogar teure Uhren habe, aber auch natürlich es günstigere Uhren für den Alltag gibt, die man tragen könnte. Ich habe jede Menge andere G-Shocks noch, das brauchen wir nicht von reden. Aber wer mich kennt, der weiß, dass meine Uhren relativ wenig Wristtime bekommen und dass ich auch gerne mal hier und da flipper. Aber diese Uhr ist für mich etwas Besonderes. Ich wollte damals schon immer die Hammer tone haben, die gab es ja mal, Basel World. Keine Ahnung wann, 20, ich weiß es nicht mehr, 19. Und ähm, ja, da war es mir noch nicht möglich, einfach auch finanziell gesehen nicht möglich. Und äh, diese Uhr, die hat mich einfach sofort angesprochen. Ich habe die ja hier im Review gehabt und ich fand sie genial. Dementsprechend habe ich gedacht, ja, ich bin bereit, 7.500 Euro für eine Casio auszugeben. Und deshalb ähm, weiß ich, dass diese MRG viele Fans finden wird. Und ich glaube auch, dass viele Fans, dem geht das Herz auf, wenn ich diese Uhren so abfeiern, weil es gibt genug andere da draußen, die YouTube-Videos über Uhren machen, die damit überhaupt gar nichts anfangen können. Und das finde ich so schade, weil es geniale Uhren sind, ja, weil die Marke einfach super ist. Die Leute dahinter, schönen Gruß nach Hamburg, die ich zumindest kenne, super lieb und freundlich sind. Und äh, ja, das möchte ich euch gar nicht totlabern. Aber ihr seht, ne, bei G-Shock geht mir immer so ein bisschen mein mein Herz auf. Da werde ich auch kurz noch mal jung, ne. Die ist ja schon, begleitet mich ja schon ein Leben lang sozusagen, die Marke. So, meine Lieben, ich glaube, ich habe euch alle relevanten Daten geliefert. Alles, was technischer Schnickschnack ist und so weiter, könnt ihr natürlich bei G-Shock selber nachlesen. Ja, das heißt, da gibt es so viele Funktionen, die euch jetzt zu zeigen im Einzelnen und so weiter, zumal ich Tatsächlich, wie gesagt, keinerlei Info dazu habe. Das wäre jetzt zu viel, aber ihr seid groß und mündig genug, um das herauszufinden. Und wenn ihr Bock darauf habt, also ich würde mir so eine Ruhe sichern, denn äh, ja, es ist die erste Frogman als MLG. Und das ist, das ist was Besonderes, vor allem für G-Shock. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr vielleicht bis hierhin drangeblieben seid. Dann. Äh, Schreibt mir in die Kommentare, ihr seid mal wieder bis zum Ende dran geblieben. Freut mich immer wieder zu hören. Und ich verbleibe mit den freundlichsten Grüßen. Bis zum nächsten Video, Review, was auch immer. Ciao, ciao.